Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Ich habe einen Fischstab und sehe witzig aus. Heute ist auf jeden Fall... Ach fuck, ich wollte im Haus bleiben. Denn heute ist zum Glück der letzte Tag des Häschen-Events. Also heute ist Häschentag, beziehungsweise auch Ostern. Deswegen erstmal Happy Ostern oder so. Frohe Ostern. Und wir müssen natürlich, weil der Osterhase heute wieder da ist, ihm seine ganzen Eier in die Fresse stecken. Ich hab da so viele, ich kann die locker alle gar nicht mitnehmen. Hoppidi, klein, zimmerli groß, Hallöchen, sagt Os. Ja, ist witzig. Ein bisschen gruselig, aber auch witzig. Ich bin über die 7 Meere hergereist, um die Ankunft einer neuen Jahreszeit zu verkünden. Yippie! Lass uns alle klatschen. Nein, niemand? Oh, na gut, dann nicht. Wir können uns doch. Du bist doch genau der nette Erdenbürger, der mich letztens mal entdeckt hat. Du scheinst dein Versprechen ja gehalten zu haben. Hast niemanden von mir erzählt, was? Wie dem auch sei, der große Tag ist endlich gekommen. Mein Tag! Jetzt hält auf dieser Insel die gute Laune ein. So, köpfipf, hurra, der Häschentag ist da. Bereit, dann sing mit. Nein, ich will nicht singen. Am Häschentag gibt's keine Schokolade, keine Bonbons, das ist zu schnell. Es gibt aber Glückseier, die keiner mag. Wenn du alle 6 Sorten aufschüsst, werde ich dich reich belohnen. Nein, wirklich, der Preis ist erste Sahne. Jetzt erwarte ich aber auch irgendwas mit Sahne. Deine Tito-Tasche ist voll. Voll ist blöd. Oh, da ist... Ja, nein, da waren Ameisen, die ich fangen müssen. Ich habe nämlich extra eine Rübe hier verdürren lassen. Verdorben lassen. Tun. Damit Ameisen rankommen. Und jetzt habe ich hier natürlich alles voll mit seinen blöden Glückseiern und jetzt will er die nicht haben, oder wie? Ich dachte, man kann die bei ihm eintauschen oder so. Wieso habe ich denn diese ganzen Glückseier gesammelt? Ja, hier, dein DIY-Projekt. Oh Gott. Ein Häschentag-Tor. Ach so. Stimmt, das fehlt ja noch. Wer alles bastelt, erhält eine exklusive Belohnung. Ich habe fast alles. Ich glaube, mir fehlt halt noch dieses eine Outfit. Und jetzt halt dieses Häschentor. So, da bin ich wieder. Ich habe alles gecraftet, was du haben wolltest. Wie, wo, was? Du hast wirklich alle Anleitungen gefunden und nachgebastelt? Was? Du haust dich weg. Du machst dich platt. Du hast dich selbst übertroffen und all deine Ahnen. Ich weiß gar nicht, was ich da noch sagen soll. Außer vielleicht... Jetzt kommt's. Edgy Badgy, es geht noch weiter. Oh nein, hast du mich jetzt? Ja, tue ich. Macht Nintendo das mit Absicht? Machten die das mit Absicht? Ich habe noch eine letzte Bastelanleitung für dich. Hier, bitteschön. Auf die letzte Aufgabe bin ich ganz wild. Denn du musst schaffen, mein Ebenbild. Ja, ich weiß jetzt, wie man ein Stehauf-Os bastelt. Was ist ein Stehauf-Os? Ist das so ein Spielzeug, aber ich habe keine Wasserglückseier mehr. Jetzt muss ich wirklich nochmal angeln für 4 Wasserglückseier. Oh, ich habe doch gestern schon den ganzen Tag geangelt. Na gut, Os, nur für dich. Aber kann man nicht seine Eier einfach eintauschen? Come on. Ich gebe dir ein Glücksei deiner Wahl, wenn du mir dafür 3 einer anderen Sorte bringst. Das ist ein super Angebot. Ich möchte gerne Eier tauschen. Ja, dir, du kriegst Holzglückseier. Kannst gleich alle 30 nehmen von mir aus. Jetzt kann man wirklich immer nur 3 Glückseier für 1 eintauschen. Kann man nicht einfach die ganzen Stack eintauschen, bitte? Eiertausch, wie im Rausch. Oh nein, das nervt doch jetzt schon wieder. Da habe ich jetzt nur ein... Wow. Alles klar. Warte mal kurz. Os, da ist ein cooles Geschenk, was nicht zu dir gehört. Alles, was nicht mit dir in Verbindung steht, ist gut. Ein Nähset, warum nicht? Hübsch. Ja, dann lass mal ein paar Eier tauschen. Okay, fertig. Im Rathaus kann man, glaube ich, auch basteln, ne? Ich glaube, die haben auch eine Bastelstation. Kann man den denn auch umher schubsen? Das wäre witzig. Der ist sogar größer als gedacht. Ja! Okay, das ist ja das Allerbeste. Es macht sogar Geräusche. Es wackelt nicht nur, sondern es macht auch witzige Geräusche. Das finde ich sehr gut. Das gefällt mir. Witziges Geschenk. Die erste gute Sache, die der Os gemacht hat. Dein überglückliches Grinsen war richtig. Du bist mit allen Aufgaben fertig. Sogar den süßen kleinen Stehauf-Os hast du gebastelt. FIFA, FIFO, fantastisch. Glückwunsch, Gratulation. Dein Preis hast du dir jetzt mehr als verdient. Ja, mehr als verdient. Noch eine Bastelanleitung. Für ein Häschentag-Stab. Ein Gewinner bist du, ein Gewinner bist du, ein Gewinner, ein Gewinner, ein Gewinner bist du. Herzlichen Dank, dass du so brav an der ganzen Sammelchose teilgenommen hast. Da blieb ja nichts anderes übrig und meine Leute haben auch die ganze Woche nur über diese blöden Glückseier geredet. Das hat richtig genervt. Ja gut, also so einen doofen Stab will ich jetzt ehrlich gesagt nicht haben. Ich habe nämlich schon 3 oder 4. Ah, dafür brauchen wir einen Sternsplitter. Dann stelle ich das nicht her. Kannst mich mal... Toll, also noch ein Stab. Wofür man wieder diesen Stehauf-Ost bräuchte. Und Sternsplitter. Entschuldige mal, aber könntest du bitte nicht hier
hinter mir rumlungern. Du wirst da hinten auch nichts finden. Ach, wegen seinen Reißverschluss da, ne? Lol. Das mag er nicht, wenn man die von hinten anspricht. Wie muss ich es denn noch sagen? Lass meinen Rücken in Frieden. So lustig bist du. Okay, das ist immer kurz ausreizen. So langsam reicht's mir aber. Das ist jetzt die letzte Warnung. Kein Wunder, dass ich Komplexe habe. Was ist er denn für ein Psycho? Hey, ich weiß ganz genau, was du vorhast. Wenn du mit mir sprechen willst, versuch's von vorne. Er mag's nicht, wenn man ihn von hinten anspricht, weil er anscheinend doch kein richtiger Osterhase ist. Ist das etwa ein Mensch verkleidet als Osterhase? Was gibt's? Ich würde gern Glückseier dir geben. Oh, lass mal sehen. Was ist dies und was ist das? Du hast nicht alle Sorten gesammelt. Es gibt 6 verschiedene Glückseier. Finde sie alle. Bringen sie mir alle. Glückseier hier, Glückseier dort. Überall sind sie verborgen. Muss ich wohl doch noch mal eins tauschen. Hier, Glückseier. Oh, lass doch mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Juchi, du hast alle 6 Sorten Glückseier gefunden. Welch Glück, welch Freude, welch Riesenspaß. Dann nehme ich mal ein Stück von jeder Sorte an dich. Jo, klar, mach. Jetzt bin ich gespannt. Kriege ich dafür wirklich noch irgendwas? Schön. Ein Gegenstand. Nächsten Tag Korb. Warte, kriegt man jetzt noch viele Sachen von dem? Hatte ich diesen Korb schon mal? Ich glaube nämlich nicht. Nee, der ist neu. Damn. Okay, wir müssen nochmal tauschen. Ich will wissen, ob er noch mehr Sachen hat. Also man kriegt ganz viele Körbe, wenn man ihn von jeder Sorte eingibt. Weiß ich nicht, ob sich das so lohnt. Aber diesen Wackel-O's, den finde ich tatsächlich sehr witzig. Das ist das witzigste Item von den ganzen Dingern. Und der Korb ist auch in Ordnung. Und wie sieht dieses komische Tor aus, das wir jetzt noch bekommen haben? Nee, den Korb will ich nicht. Ich will das Tor hier ablegen. Oh, okay, ist auf jeden Fall riesig groß. Ja, geht auch voll fit, würde ich sagen. Aber wahrscheinlich landet das ab morgen einfach im Müll. Oder zumindest im Lager. Mal schauen, was damit passiert. Ich hätte aber, to be honest, gedacht, dass man für die ganzen Eier noch irgendwas Tolles bekommt. Oder dass man die zumindest bei ihm verkaufen kann. Und die ganzen Bewohner haben sich auch in diese Eierkostüme reingepackt. Das ist zumindest auch ein bisschen witzig. Ne, Charlie? Sag doch mal, du in deinem... Was ist das für ein Ei? Erdei? Ich habe keine Panik verbreitete sie, aber ich habe ein fliegendes Ei am Himmel gesehen. Ja, genau das. Richtig blöd. Die haben die ganze Woche nur über diese blöden Glückseier gelabert. Wollte man gar nicht mehr mit denen sprechen, weil die immer nur dasselbe gesagt haben. Alter, was ist das denn für ein geiler Schmetterling? Komm her, du kleine Schmetterling. Du bist so süß und knuffig. Jo, wie der einfach vor mir wegfliegt. Ja, okay, der ist ganz schön schnell unterwegs. Nein, bleib doch mal hier. Der flüchtet wirklich vor mir. Was ist denn los bei ihm? Er weiß, dass er hübsch ist und dass ich ihn fangen möchte. Ich darf hier nicht laufen, das ist unfair. Jo, jetzt ist er weg, ne? Verdammt, wieso war der so heftig? Der war zu krass für mich, Leute. Da kam ich nicht hinterher. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt mit den ganzen Eiern machen soll. Die kommen erstmal wieder alle ins Lager. Ein Stack davon kann ich halt vielleicht nutzen, um die ganzen Bäume irgendwo anders hin zu platzieren. Aber was ich mit dem Rest machen soll, ja, kein Plan. Aber die Trophäen können wir ja richtig schön in dieses Fischzimmer hier ausstellen. Guck, da sitzt der Bronzepokal, der eigentlich gar nicht so kacke aussieht. Ich dachte, Bronze sieht am behindertsten aus und da der Silberpokal. Mir gefällt der Bronzepokal sogar besser. Welchen findet ihr besser? Ich habe den Goldpokal halt leider nicht bekommen. Aber wie gestern schon gesagt, die Punkte werden zum Glück gespeichert für das nächste Angelturnier, das wohl im Juni oder Juli stattfinden soll. Deswegen muss ich da wenigstens ein bisschen weniger angeln. Und heute werden wir uns um die erste Ebene zu meinem Haus kümmern. Aber was will Mama noch? Ach, ich finde, es gibt nichts Schöneres, als die Blätter der Kirschblüten durch die Luft wirbeln zu sehen. Dein Papa schimpft natürlich wieder, weil er sich später zusammenkehren muss. Mit Kirschblüten grüßen, Mama. Ein weiterer Grund, warum ich übrigens wegziehen muss, ist dieser fucking Wasserfall im Hintergrund. Der ist fucking laut. Also jetzt mal ganz ohne Witz. So, was haben wir denn so bekommen? Von der Mama. Ein Tuchspender. Okay, von Mama. Danke, Mama. Für den Tuchspender. Ein paar Dodo Airlines Pantoffeln. Das hier war von der Akademie Schönhauser. Silberabzeichen, tatsächlich. Also ich glaube, dann ist das wirklich so, dass wenn man 2 Wochen hintereinander ein S bekommt, dass das Abzeichen dann immer weiter steigt. Und von dem Lenz noch ein Papiertiger. Und der ist richtig süß, Leute. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an, diesen super süßen Papiertiger. Der ist voll knuffig. Oh, ich habe hier eigentlich schon so einen Tuchspender. Aber der ist nicht von Mama. Wie sieht denn der von Mama aus? Genauso. Ja gut, je mehr Tuchspender ich habe, desto besser. Und ich brauche sehr viele Tuchspender. Aber das Akademie des schönen Hauses Silberabzeichen muss natürlich hier trotzdem an die Wand. Auch hier wieder. Ich finde das Bronzeabzeichen hübscher als das Silberabzeichen. Und am hübschesten natürlich dieses goldene Ding da in der Mitte, diesen Wimpel. Aber na gut. So, wieder viel zu viel gequatscht und der Ost hat auch viel zu viel erzählt.
Wir werden heute uns um hier oben kümmern. Ich habe auch schon zwei Treppenaufgänge hier hingepackt. Ich glaube, die aus Stein sind ganz hübsch. Und hier oben kommt dann halt mein Zuhause hin. Ich muss noch mal ganz kurz in die Schneiderei gehen, weil mir fehlt doch ein QR-Code, damit ich hier überhaupt was machen kann. Und im Zuge dessen können wir auch gleich mal gucken, was die überhaupt so dabei haben und was die Sina heute so zu erzählen hat. Einfach so ein Nigiri-Kostüm. Finde ich mega gut. Packt man sich einfach in Sushi ein. Ich habe auch schon so einen Hotdog-Anzug letztens gefunden. Das sah auch sehr witzig aus. Okay, dann sind wir heute ein Sushi-Typ. Ist in Ordnung. Hier sieht total klasse aus, nicht wahr? So, Sina, hallo. Hallo, Dizzy, willkommen. Was, die Fotos hinter mir? Da sieht man meine Schwester und mich, als wir jünger waren. Und unsere Eltern, die leider schon verstorben sind. Oh. Jetzt sehen wirklich jeden Tag neue Sachen über Minna und ihr Leben und überhaupt. Und sie meinte, hinter ihr sind komische Bilder. Die sind mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Kann man die irgendwie angucken? Oh ja, Tatsache. Also, was haben wir denn da? Oben natürlich die Eltern, wie sie geheiratet haben. Unten rechts dann mit beiden Kindern drauf. Oder hatten, nee, die drei Kinder. Das sind die drei Kinder hier auf der rechten Seite. Da unten natürlich auch. Minna, Sina und Tina. Überall die drei Kinder und oben halt die Eltern. Das ist ja knuffig. Cool. Aber ich wollte auf jeden Fall noch ein paar QR-Codes holen. Ich wollte nämlich hier ja so einen Zen-Garten machen und nur mit diesem Sand sieht das natürlich langweilig aus. Deswegen habe ich mir jetzt ein paar Designs geholt, die da hoffentlich gut reinpassen. Jetzt frage ich mich, kann man auf diese bestehenden Designs von dem Inseldesigner auch diese eigenen Designs raufpacken? Einfach so. Und verschwinden die dann? Oder was? Ich weiß gar nicht, was passiert. Was wird geschehen? Auf jeden Fall auf den Boden packen. Aber jetzt kann man die wahrscheinlich einfach wieder wegduddeln, ne? Ja, das finde ich halt blöd, dass man die so wegduddeln kann. Diese normalen Wege aus dem Inseldesigner kann man nämlich nicht so wegduddeln. Da unter ist trotzdem Sand, gell? Selbst wenn ich das wegduddel. Naja, ich platziere mal ein paar Dinger. So, aber nur so komisch gestreift sieht das natürlich komisch aus. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall mehr von diesen kreisigen Dingern. Dann könnte man da irgendwas hinstellen und so weiter und so fort. Das sieht auch interessant aus. Mit dem Sand hier. Ah, sieht auf jeden Fall funny aus. Könnte man hier so eine Welle reinmachen. Finde ich eigentlich auch ganz witzig. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch gerade was dagegen, dass das so viereckig ist, wenn ich ehrlich bin. Wie wäre es denn, wenn man hier irgendwie so eine Zunge hinmacht oder hier unten? Sieht das vielleicht besser aus? Ich reiß hier nochmal alles ab, Leute. So, okay, das ist ein bisschen anderer Ansatz. Das sieht jetzt noch nicht sehr sennig aus, muss ich zugeben. Gebe ich euch recht. Aber diesen Holzboden kann man jetzt halt den Zen-Boden raufpacken. Wir werden das jetzt so machen, dass hier oben tatsächlich dann so eine Zunge ist. Man sieht einfach das Holzmuster dadurch. Hä? Ich raff dieses ganze Gedönsels nicht hier mit dem Sand und überhaupt. Da sieht man jetzt auf jeden Fall das Holz durch, was richtig dumm ist. Also auch falsch. Penis. So, okay, das ist jetzt erstmal mein Layout von meinem Zen-Garten. Auf diese Punkte und sowas muss dann natürlich noch ein Stein oder sowas rauf. Aber so sieht das natürlich ein bisschen doof aus. Deswegen habe ich mir noch ein paar andere QR-Codes hier geholt, die das Holz ein bisschen aufschönern sollen. So, das sieht doch jetzt schon mal viel besser aus mit diesen Kanten. Als wenn der Sand halt ein bisschen weiter unten wäre. Beachtet einfach nicht, dass ich hier so stehe. Ich stehe ja auch bestimmt nicht, weil ich nicht die richtigen Patterns hatte. Fuck. Ja, hier diese eine Kante sieht jetzt doof aus. Und jetzt muss da halt noch überall Zeug rauf. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn wir hier auch einfach diesen Gong hinpacken, der mir PSX gegeben hat. Und wenn wir Bing machen, ist doch auch nicht so schlecht. Und der Asien-Zaun muss hier dann natürlich doch wieder hin. Ich habe erst überlegt, ob hier vielleicht ein anderer Zaun vielleicht besser passen würde, aber ich finde, der Asien-Zaun passt hier schon recht gut. Ja, dann passt der Gong aber wahrscheinlich besser auf diese Seite hier. So, also es nimmt auf jeden Fall Form, man ist doch schön, aber wir müssen hier irgendwie überdecken, dass die Kante hier so hässlich ist. Vielleicht damit einer Nudelrutsche. Fuck, wieso ist die Nudelrutsche so extrem groß? Oh nö, ich dachte, die passt hier besser hin. Und dann sonst noch so, wir haben noch eine Sanduhr, die da in die Mitte könnte. Ist jetzt auch nicht so ganz sennig, aber irgendwie auch schon.
Weil beim Zen-Garden geht es ja darum, zu sich zu finden und zu chillen und die Zeit vergehen zu lassen, so wie in dieser Sanduhr es ja nun mal auch geschieht. Doch, doch, die passt hier irgendwie auch hin. Und der Papiertiger bestimmt auch. Der ist einfach witzig, der Papiertiger. Nein, ich komme nicht mehr an den Gong ran, wenn der Papiertiger da ist. Das ist ja sad. Oder kann man den... Doch, man kann ihn auch von rechts betätigen. Okay, alles gut. Okay, ich muss dann nochmal ganz kurz nach Hause und Sachen holen, die da vielleicht hinpassen könnten. Okay, I've got stuff. Mal gucken. Na gut, dann sieht das jetzt erstmal so aus. Ich habe die Sanduhr jetzt doch lieber hier in die Mitte gepackt. Mehr oder weniger. Ich glaube, das passt hier alles ganz gut zu, oder? Sonst hätte ich hier noch so ein komisches Teeservice, aber das passt ja auch nicht so richtig hin, oder? Hier hin platziere. Dann komme ich hier nicht mehr vorbei. Perfekt, oder? Geht das da? Nee. Ja, also da kann sowieso gar nichts hin. Sonst kommt man nicht mehr nach oben und da oben will ich ja nur mal wohnen. Aber vielleicht könnte das Teeservice hier auch noch auf die rechte Seite. So richtig schön deplatziert. Das gefällt mir. Deplatzierte Sachen sind immer die besten. Aber ja, das ist dann der Zen-Garten. Das hat jetzt ohne Witz viel zu lange gedauert, weil ich einfach nicht gerafft habe, wie das mit diesen QR-Codes geht. Die Aufnahme geht jetzt 2 Stunden und ich habe einfach nur diesen blöden Zen-Garten hier hinbekommen. What the fuck? Und ich muss meine Ebene hier oben auf jeden Fall auch noch vergrößern, damit mein Haus da überhaupt hinpasst. Ach, das ist alles schwierig, Leute. Das ist alles schwierig. Aber das war's dann mit der Folge heute. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause von Animal Crossing, weil das hier war wirklich ultra fucking nervig. Gut. Eventuell könnt ihr diese komische Lampe hier vorne auch hier hin, hier links und rechts hin. Da könnte man zwar nicht mehr hier dran vorbeilaufen, aber wäre vielleicht so ein schöner ein. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Und sagt mir, wie ihr den Zen-Garten findet. Verbesserungsvorschläge immer gern gesehen. Tschüss.